Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist so ein Tag, wo ich mal wieder eine Situation habe, wo ich mich total drüber aufregen konnte, weil mir wurde gesagt, dass heute ein Paket ankommt und es kommt auch wirklich heute an. Und ja, es ist immer noch nicht angekommen und das ist langsam wirklich total ärgerlich, weil ich auf dieses Paket warte. Und ja, so bin ich dann irgendwann zu diesem Entschluss gekommen, ich könnte euch doch mal einfach über das Thema Dinge, die uns furchtbar stressen und furchtbar ärgern, die uns dann aber am nächsten Tag praktisch schon egal sind, reden. Also, ich fange an. Es ist so, wir haben so oft diese Situationen, wo wir da stehen und denken so und einfach am liebsten sofort einen Brief schreiben würden, sofort irgendeinen Kassierer anschreien würden, am liebsten sofort dafür sorgen würden, dass die Fettcreme im Gesicht nicht mehr so furchtbar fettet. Oder wir einfach sofort loslegen wollen mit irgendwelchem übereifrigem Tun. Und wir dann irgendwie durch das, dass wir dann zu lange drüber nachdenken, anfangen immer mehr gestresst zu werden. Und ja, es dann eigentlich an sich nicht diesen ganzen Stress, den ganzen Ärger oder das alles wert ist. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, ich glaube, es war noch nie so, dass man zu einem Arzt gegangen ist und der Arzt zu dir gesagt hat, ja, Sie sind sehr gesund, aber Ihnen fehlt eindeutig noch eine Portion Stress. Sie brauchen mehr Stress. Ich glaube, im Gegenteil, die meisten Ärzte sagen zu den Leuten, sie müssen den Stress abbauen, das ist nicht gut für sie. Und das ist eben die Sache. Wir fangen an, uns langsam wirklich wegen jeder Kleinigkeit Stress zu machen. Das Paket kommt zu spät. Was ist mit dem Abendessen? Dann ist die beste Schlafenszeit. Und so weiter und so weiter. Und das kann man immer weiterführen. Und es ist einfach so dieses total Blödsinnige. Vor allem auch sowas wie jetzt mal als Beispiel. Mich hat zum Beispiel die Wahl in den USA total gestresst. Weil ich hatte ja wirklich so Angst, dass Donald Trump gewinnt. Und dann irgendwann bin ich so gestresst gewesen, dass ich nicht mehr richtig schlafen konnte. Ich habe eine fette Flusel, tut mir leid. Die ist mir gerade, gestört. Dass ich nicht schlafen konnte, dass ich nicht wirklich mehr hungrig war. Ich war einfach wirklich gestresst davon. Und dann irgendwann ist es bei mir so total faszinierend, das passiert mir nämlich öfter, ist bei mir übergeschwappt. Also wenn man so will, erst war ich total gestresst und total das Nervenwrack. Und dann im nächsten Moment war es dann so, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, ist jetzt halt so. Dann hat er jetzt halt gewonnen. Gut, ne. Dann im übernächsten Moment war es schon so weit, dass ich dann irgendwann so weit war, dass ich einfach nur noch nervig finde. Ich finde es dann irgendwann nur noch nervtötend, wenn dann jede alles drüber berichtet. Weil ich dann irgendwie immer, weil man, erstens, jeder berichtet dasselbe. Zweitens, es gibt nicht wirklich die riesengroßen Änderungen. Dann das Dritte, alles basiert wirklich nur noch so auf diesem, es könnte ja so und so und so und so ablaufen. Ich glaube, ich habe schon Jahre nicht mehr erlebt, dass wirklich jemand sagen konnte, mit hundertprozentiger Gewissheit, das läuft jetzt so und so ab. Aber alle erstmal Schala machen, so wirklich alle dann Schalu wegen den tausend Nachrichten mit dem. Und er hat dann die ganzen Atomcodes bei sich und er hat dann dies und er hat das und er will ja dies tun und er will das tun. Und dann irgendwann bin ich an so einem Punkt angelangt, wo ich einfach nur noch genervt war. Ich war so genervt von diesem ewigen Donald Trump hier, Donald Trump da, Donald Trump. Donald Trump hat zur Suppe gegessen zum Mittagessen. Donald Trump hat zwei verschiedene Paar Socken an und es ist alles nur noch ein großer Medienangstmus geworden. Und ich finde es immer so witzig. Einerseits sagt man zu uns, wir sollen weniger Stress haben. Wir müssen weniger und wir dürfen uns weniger verspannen. Wir müssen mehr uns für die Gesundheit tun. Wir müssen ausspannen und so weiter. Und andererseits kriegst du von einer Ecke zur anderen die Horrornachrichten, die angsteinflößenden Nachrichten, die Geschichten, die dir so das Gefühl vermitteln, wir stehen kurz vor Weltuntergang und überhaupt und du dir dann irgendwie so überlegst im Nachhinein, wenn du dann wieder anfängst, etwas klarer zu denken,
Ja, wie soll ich denn da entspannen? Wie soll ich da nicht gestresst reagieren, wenn alle Welt, wenn man so will, in einem kopflosen, panischen Gerennen losliegt und alle am liebsten sofort alles wissen und alle am besten auch nur die total, die einzige, die große Wahrheit haben und du dann am besten nur noch auf die hören sollst und das ist doch eigentlich echt nur noch ein Schwachsinn. Wir sind in einer Situation gelandet, wo man uns auf der einen Seite erzählt, macht euch nicht so viel Stress, nehmt, relaxt mal etwas mehr, seid einfach ein bisschen mehr Urlaub, so. Und auf der anderen Seite erzählt man uns, wir sind kurz vorm Weltuntergang. Ich meine, ganz ehrlich, wo soll man dann sich einordnen? Soll man dann. Da gibt es wirklich dann nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder man wird so dieser typische, na gut, ja, ist jetzt halt so, ist mir egal. Oder man ist so dieser panische Mensch, der sagt, oh Gottes Willen, oh nein, die Welt geht unter und ich weiß noch nichts und ich habe noch keine Suppe. Und überhaupt, und was mache ich und was ist mit meiner Familie? Und man schon halb die Koffer packt, um irgendwo hinzuflüchten, Hauptsache weg. Und ja. Ich bin jemand, ich neige dazu, wenn ich etwas Schlafmangel habe, hysterisch zu werden. Ich gebe es zu, ich bin so total dieses Schlafmangel-Hysterie. Aber sobald ich dann nur eine Nacht geschlafen habe, fange es bei mir im Kopf an zu rattern und ich komme zu diesem Entschluss, nee, eigentlich ist es Blödsinn. Eigentlich ist das, was die da draußen sagen, alles nur halb so schlimm, wie das, was ich in mir drin daraus mache. Und das ist nämlich das Problem. Nicht nur, dass die Medien oder die Zeitungen oder die Leute auf der Straße Halbwissen verteilen und einem Panik machen oder auch teilweise Dinge unter den Teppich kehren. Nein, es ist auch so, dass das, was bei dir ankommt in Momenten des Stresses, ist was ganz anderes als das, was der andere dir sagen will. Und ich bin einfach der Ansicht, wenn wir anfangen, wirklich mal anfangen würden, die Sachen erstmal laufen zu lassen und nicht tausend Sachen schon im Vorhinein am liebsten beeinflussen würden, am liebsten verändern würden, am liebsten jetzt sofort loslaufen würden, gefühlt, und die Urnen da, wie Wahlurnen, also keine Grabesurnen, nur so als kleine Anmerkung, sofort auszutauschen mit gewählt Clinton, obwohl der Trump noch nicht mal die Chance hatte, Präsident zu sein. Seien wir mal ganz ehrlich, der Mann ist jetzt, glaube ich, eine Woche lang gewählter Präsident. Aber in dieser Zeit hat er noch nichts angestellt. Aber was wir die ganze Zeit zu hören bekommen, von überall, ist diese furchtbare, es ist der Weltuntergang. Und das finde ich einfach, sollten wir erstmal abschalten. Dieses, es ist der Weltuntergang, sondern wir müssen erstmal anfangen, so zu denken, es ist jetzt etwas anderes, es ist etwas Neues, es ist eine Veränderung. Es darf uns Angst machen, weil Angst ist immer berechtigt. Aber wir dürfen auf keinen Fall anfangen, Panik zu bekommen, bevor überhaupt irgendwas passiert. Weil es gibt nichts Schlimmeres als die Angst vor der Angst, weil einem jemand anders die Angst einredet. Und ja, das ist das, was ich euch einfach heute mal so erzählen wollte, weil ich das gerade bei mir sehr oft bemerke, dass ich gerade wegen vielen Kleinigkeiten in eine Hysterie, Panik verfalle, die gerade überall gefühlt. Also alles, wo ich so mitbekommen habe, sind viele Leute gerade in so einem hysterischen Panikmodus, ohne drüber nachzudenken, worüber sie eigentlich Angst haben, nämlich davor, was passieren wird. Nicht was passiert, nicht was gerade los ist, sondern was passieren wird. Und das ist nämlich die Sache, was ich immer wieder sage. Die Zukunft ist etwas, was noch ganz weit weg ist manchmal. Und was heute passiert, ist, was heute passiert. Und was morgen passiert, das können wir weder ändern, noch können wir es voraussehen, noch hilft es, wenn wir tausendmal drüber spekulieren, was jetzt passieren könnte. Und das ist einfach so was, wo ich jetzt euch als Tipp habe, was bei mir einfach mir aufgefallen ist. Wenn ihr an einen Punkt angelangt, wo ihr merkt, ihr habt viel zu viel Angst, dann denkt einfach mal so, es ist mir jetzt egal erstmal. Dann hört mal auf, irgendwelche Dinge drüber zu lesen. Und irgendwann kommt jeder, glaube ich, an den Punkt, wo er dann nur noch sagt, oh Gott, jetzt hört auf mit diesen Berichterstattungen, es reicht. Wir haben jetzt alles gehört, aber jetzt noch nichts gesehen, wirklich. Also lasst uns einfach erstmal sehen, was passieren wird.
Und nicht, was schon passiert ist. Oder was passieren könnte. Das ist einfach, lasst erstmal die Dinge laufen. Das ist mein Tipp an dieser Stelle. Ja, gut. Heute mal wieder etwas ernster. Ich hoffe, die Sache, die ich euch sagen wollte, ist angekommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche, auch wenn keine Panik bei euch ist. Oder wenn Panik ist. Naja, auch wenn Panik ist, wünsche ich euch eine schöne Woche. Und wenn keine Panik ist, dann wird die Woche auf jeden Fall schon mal schöner. Und ich wünsche auf jeden Fall jedem von euch, dass ihr die Kraft findet, gerade aus diesem Panikmus rauszukommen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder am nächsten Freitag. Und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.